Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wer habe ich denn hier? Egal. Zu einer weiteren Folge Heroes of the Storm Heldenliga. Und zwar mit dem Lean alleine. Und zwar ganz alleine in der Tropfsteinhöhle. Ich bin ne, ganz alleine. Und es steht momentan 33 Siege, 33 Niederlagen von 66 Spielen. Das ist Halbzeit. Und ich habe tatsächlich mit Serratul schon mehr verloren, als ich gewonnen habe. Ist schon partyhart, was soll ich sagen? Letzter Zeit auch sehr viel mit dem Fallos Heldenliga gemacht. Vor ein paar Tagen. Aber wenn ihr das Video seht, dann habt ihr den Videosturm ja miterlebt. Heldenliga. 33-33, ey. Ich hoffe, dass mal wieder ein paar Wins kommen, ey. Ich meine, ich darf mich auch nicht allzu sehr beklagen, aber so geht das ja nicht weiter, ne? Ich steige ja nicht auf so. Oh, ich pick als letztes. Dann nehme ich Serratul. Boah, nicht Lilly, oder? Hey, Ducky Duck. Mr. Erkis W. Kämpfe bis zum letzten Atemzug. Kann jederzeit losgehen. Lilly, Rayna, bin ich nicht mit zufrieden. Ich habe gerade auch in den Chat geschrieben, dass ich recht gut bin mit Serratul. Asmodan, ernsthaft. Boah, und das in der Heldenliga bei Drachengärten. Ich bin ja nicht sehr begeistert, muss ich sagen. Puh, wenn das jetzt noch ein Tank wird. Wird schwierig, da was abzuholen mit dem Serratul, ne? Dann nehme ich, glaube ich, einen anderen Hero. Der Kreuzzug ruft. Ist natürlich schwierig, ne? Sylvanas könnte ich natürlich abholen. Ich nehme Serratul. Okay. Jetzt habe ich natürlich mehr oder weniger nur Sylvanas, die ich killen kann. Rega auch so ein bisschen, aber. Rega kommt natürlich in der Regel weg, ne? Das große Problem. Artanis wird schwierig. Abatur wird schwierig. Ich hoffe, das ist kein guter Abatur. Aber wenn er den schon so selbstverständlich nimmt, direkt am Anfang, denke ich schon, dass das ein Abatur ist, der spielen kann. Die haben Muradin. Den hätte ich lieber gehabt. Und statt Lilly hätte ich lieber einen Usa gehabt. Und statt Asmodan und statt Reyna hätte ich lieber einen Geltas gehabt. Statt Asmodan lieber eine Jaina. Naja, so ist das Leben. Ja, die Ränge sind zwischen 15 und 22 bei den Gegnern.
Rang 16 Abatur. Puh. Und auf unserer Seite haben wir einen 24er dabei. Dafür zwei 16er. Na gut, die werden schon wissen, was sie tun, ne? Die werden schon wissen, was sie tun. Und ich werde mich auf jeden Fall erstmal darauf fokussieren, der Sylvanas ein schlechtes Leben zu bereiten. Ihr den Spaß zu versauen. Fühlt sich fast schon wie früher an. In der Tat. Sogar etwas zu sehr. Deswegen, seid mir nicht böse. 10 Sekunden. 5, 4. Wie gesagt, Lilly, Reyna, Zeratul, Joanna, Asmodan gegen Muradin, Rega, Abatur, Sylvanas, Artanis. Ich bin nicht sehr begeistert, weil die Gegner zwei Tanks haben. Und einen Heiler. Was will er denn? Ah, okay. Sylvanas ist top. Ist schon mal gut zu wissen. Wir dürfen nicht sagen. Asmodan schon mal tot. Das ist ja super. Ah, die Sylvanas kann sich denken, dass ich sie jage. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Ehre den Erstgeborenen. Alter, es leckt schon wieder bei mir. Helden aufhalten. Take it, take it. Hey, es leckt schon wieder bei mir. Ja, ich kann hier leider sehr wenig nur abholen gerade und war gerade telefonisch verhindert wieder. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Ah, es leckt schon wieder, dummerweise. Okay, soweit so gut. So, soweit so gut. KI Joanna, Alter, ich bin nicht der Einzige, der Lecks hat. Das ist ja toll. Ja, ist ja gut. Die übertreiben es ein bisschen mit der Pingerei, ne?
Komm, kill it! Ach, das war doch nichts mehr. Die hat doch nichts mehr gehabt. Entfesselt seine Macht. Ja, ist doch gut. Wir dürfen nicht sagen. Ich ziehe mich vorerst zurück. Toll, ey. Wegen der Spammerei bin ich fast draufgegangen. Habt ihr das gesehen? Der Abatur hat hier natürlich Eier hingelegt, deswegen. Wir dürfen nicht sagen. Alter Schwede. Kannst knicken, das Ding kriege ich nicht so leicht. Ach! Häng ich mich der Steine auf. Unser Rainer ist down. Wir dürfen nicht sagen. Ach, schon wieder so ein blödes Ei! Diese Lags schon wieder, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Ja, mounte mich ab. Wir haben ja Zeit. Ey, Lilly, ne? Ich zeig dir gleich ein paar Tricks, ehrlich. Kann ich hier als Seratul das blöde Camp machen, Junge? Alter! So die Ehre gebietet. Die Flammen läutern alles. Ach man, der Abatur geht mir so auf den Sack, ne? Ohne Witz. Geht schon wieder los wie in dem einen Match, ey. Ehre den Erstgeborenen. Die Sekunde ist cool. Heal it. Ja, deck ich auf, gar kein Problem. Gegner getötet. Any questions? Hätte ich selbst nicht besser machen können.
Luftrausch. Das war amüsant. Bald werden die Schreine erwachen. So die Ehre. Schön. Euer Gegner wird zugrunde gehen. Lauf, 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 lauf. Okay, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, aber ist halt noch alles drin, ne? Da kann man noch nicht großartige Tendenzen abgeben. Aber Sylvanas ist schon mal ein schönes Opfer für mich. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich die immer rausnehmen muss aus jedem Kampf. Das war ja auch nicht, sollte ja auch nicht allzu schwer sein. Da unten ist Artanis, allein in der Tropfsteinhöhle eventuell. Na. Ey, lauf doch nicht zu mir, Junge! Ein Witz, ey. Erwachen erneut. Wer wird den Drachenritter beherrschen? Ajur wird wieder auferstehen. Diese Festung ist nicht mehr. Ah, ich kann nicht mehr schreiben, Junge. Der Drache wartet. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde.
habt ein Feuer verloren. Okay. Ja, ja, chill, chill, chill. Bin ja schon da. Oh oh. Der sieht schon, dass die Ulti ihn kaputt macht, ne? Nicht mit mir, Junge. Das hast du nicht zum ersten Mal getan. Ja. Ah, Guys. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ja, toll. Hallo. Ja, musste ich die Ulti leider raushauen, um mich zu retten. Level 17 zu 20 mittlerweile. 16-0 habe ich. Die Mates sehen auch gar nicht so schlecht aus. 20-7 insgesamt, aber das heißt ja noch nichts. Wir dürfen nicht zagen. Auch solche Spiele habe ich schon mal kurz vor knackig verloren, ob ihr es glaubt oder nicht. Obwohl man das ganze Spiel über dominiert, ne? Wir dürfen nicht zagen. Good job! Wahnsinn! Das war toll! Held des Sturms! Wir dürfen nicht zagen. Ich mach lieber mal einen Porterback. Ich bin bisher gar nicht gestorben. Ich möchte, dass das so bleibt, obwohl. Eine feindliche Festung ist gefallen. Ja, Feinde werden zu Asche zerfallen, wie ihr meint. Festung zerstört. GG! Das war amüsant. Easy going! Geiles Match gewesen! Sieg! Sieg! Ja, ich war ein bisschen hart konzentriert, ne? Aber es war schön, muss man sagen. War schön. 99 Punkte gekriegt. Check the score. 21-0. Schön ein paar abgeholt. Asmodan war auch ehrlich gesagt überraschend gut. Eigentlich war das ganze Team gut. Auch Lilly ist überraschend gut abgegangen mit der. Ne? Hat überraschend gut Sachen gemacht. Und Joanna und Reyna, die waren auch okay. Also die waren gut. Kann man auch nichts sagen. Aber vor allem Lilly und Asmodan, die waren überraschend gut. Meiner Meinung nach. Hätte ich nicht gedacht. Aber...
selbst so ein Ding kann man gewinnen, wenn die Leute ihre Helden beherrschen. Ne? Richtig geil. Hier, checkt Talents. Das interessiert mich auch, insbesondere vom Asmodan. Getötete Gegner, die verursachten Schaden, eine Kugel dauerhaft. Söldner. Fürst. Inferno-Kugel, fand ich eine sehr gute Variante. Ja. Dunkle Macht der Hölle. Krass. Ja, okay. Hat ja auf jeden Fall geklappt, ne? Und der Rainer hat so geskillt, wie ich den eigentlich auch am liebsten spiele. Ja, was soll ich sagen? Krasse Nummer. Hat Spaß gemacht. Tschüss.